Yo, meine Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Lieferp, und willkommen zu einer neuen Folge der Holstein Kickerkarriere. Heute spielen wir gegen Ringsburg zu Hause. Und ja, wie ihr sicher gemerkt habt, ist jetzt der Plan ganz normal, wie ich ihn jetzt im Moment ausführe. Dadurch, dass du jetzt ja nicht mehr so viel Zeit hast zum Aufnehmen oder so. Und deswegen werde ich erstmal den Plan so ganz normal, also Kiel erstmal dreimal die Woche. Wenn man vielleicht mal Zeit hat, vielleicht, dass man eine für den nächsten Tag noch aufnimmt oder so, mal gucken. Aber wie gesagt, bis dahin, echt, vielleicht nehme ich mal an einem Tag mal ein paar Folgen auf oder so. Aber ich denke mal, wir gehen einfach so mit der Mannschaft rein. Klar, Wahl ist gesperrt, aber ja gut, das kann man mal so sagen. Wahl ist halt einfach nur rot gesperrt. Nach der roten Karte gegen Dresden. Wow. Wo wir das Spiel mit 5:1 gewonnen haben. Nachdem Hauke in der 16. oder 17. Minute glatte Rot gesehen hat, haben wir halt dieses Spiel halt wirklich noch gewonnen. Und mit nicht irgendwie 2-1, 3-1 oder so, sondern einfach 5:1 auswärts in Unterzahl. Klar, wie das jetzt wird, das weiß natürlich keiner, wie es in diesem Spiel wird. Aber unser Ziel ist es halt immer noch, sehr weit zu kommen. Wir haben ein Tor mehr als Mainz erzielt. Als der Aufsteiger. Ringsburg hat die Hälfte unserer Tore erzielt. Und ja, mal schauen, wie dieses Spiel heute läuft. Und los geht's. Wir wollen natürlich früh attackieren. So wie Elvis Rechtsbescheid es auch gleich macht. Also der Transfer hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Oh, aber erster Ball wird aus der Luft gefischt von Alexander Meyer. Rekspecai. Die Mannschaft spielt das halt meistens echt immer gut hier. Also zumindest diese Saison machen wir halt echt viel gut. Oh, das war, glaube ich, Rekspecai, glaube ich, ja, mit dem allerersten Abschluss. Also der war auch jetzt nicht so ungefährlich. Klar, es geht natürlich gefährlicher. Warum gehst du nicht ins Kopfballduell? Das wäre am einfachsten gewesen, aber Ringsburg macht halt nichts daraus. Deswegen ist das jetzt mal nicht so schlimm. Und Klein... Uiuiui, Klein mit der allerersten Großchance diesmal. Auch wirklich mit einer Großchance. Also davon kann man schon mal sprechen, dass das eine Großchance war. Was machen jetzt die Regensburger? Haben die jetzt auch gleich ihre erste Großchance? Oder kann da sowas wie Prott noch dazwischen kommen? Oder ein Komenda? Oder einen Lorenz, indem sie ihn den Ball in die Füße spielen? Und was ist das für ein Ball auf Klein? Der jetzt auf Milliard, der auch viel besser aus der Leihe wiedergekommen ist. Es waren ja beides, die, von denen ich nicht so begeistert war, nachdem wir beziehungsweise einen hochgezogen haben und den anderen verpflichtet haben, war ich mit denen ja nicht so zufrieden. Gerade Milliard hat ja teilweise mal eine Großchance, eine mega Großchance verballert. Also eine Chance, wo man sich denkt, yo, Alter, wär's mal, wenn du die mal machst, weil das ist 90. Minute und oh, Fiete A, auch wieder eine Großchance. Wo du denkst, so, ey, komm, Digga, es ist 93. Minute und du
Slide ist da so am Ball vorbei und Prott mit dem Tor. Schöne Flanke von Milliot, von dem wir gerade erzählen. Oder über den wir gerade schnacken. Und der macht eine wunderschöne Flanke auf Prott und Prott köpft den da rein. Und Prott köpft ihn rein gegen den Regensburger. Geht zumindest diesmal auch hoch und Prott macht sein erstes Profitor für Holstein Kiel und bringt den Tabellendritten in Führung. Jetzt aber Elvis Rexbitschei erobert direkt nach dem Anstoß den Ball wieder. Und direkt nach dem Anstoß machen wir das 2-0. Und das ist so ein kleiner Halbrückzieher von Fabian Reese, der diese Saison auch richtig Spaß gefunden hat an dieser Mannschaft. Und so viel haben wir ja gar nicht geändert. Eigentlich ist nur Prott reingekommen und Elvis Rexbitschei. Die erste Chance vergibt er noch. Aber die zweite macht er mit einem grandiosen Vollrückzieher. Meier kann sich so schnell nicht bewegen. Und so schnell führt man dann auch mal 2-0. Innerhalb von 4 Minuten. Und Elvis Rexbitschei, was ist das für ein Monster? Erobert direkt wieder nach. Balleroberung, kurz nach dem Anstoß, den Ball wieder zurück. Und da holt er auch den Ball. Rexbitschei hat sich richtig gelohnt, diese 5 Millionen. Bis jetzt haben sich die 5 Millionen für Elvis Rexbitschei richtig gelohnt. Ah, wenn Klein dahin geht, dann kann das auch nochmal gefährlicher werden. Oh. Jetzt kann Regensburg vielleicht mal gefährlich nach vorne kommen. Aber Thomas Dehne ist da, kann den Ball parieren und dann auch noch festhalten. Danach also gar keine Chance für die Regensburger hier irgendwie weiter zum Abschluss zu kommen. Ja, Pichler kommt von Flanke von Neumann nicht zum Abschluss. Und so gehen wir mit einer 2-0-Führung in die Pause. Eine 2-0-Halbzeitführung. Das ist natürlich das, was wir wollen. Und auch die Schnelle. Zwischen der 27. oder 31. Minute haben wir die Tore gemacht. Und es waren eigentlich zwei schöne Tore. Ein schönes Kopfballtor. Und ein schönes Tor. Und ein schönes Vollrückzieher-Tor von Fabian Reese. Und ja, ich finde, so können wir dann auch mal in die zweite Halbzeit gehen. Hoffen natürlich, dass die zweite Halbzeit auch noch so gut wieder läuft. Und wir hier nicht irgendwie einbrechen oder so. Gegen Regensburg, das letzte Heimspiel, was wir gegen die Regensburger hatten, das haben wir sogar 3-3 bestritten. Da haben, glaube ich, sogar die Regensburger mit 3-0 geführt, wenn ich mich nicht irre. Okay, das war jetzt kein guter Abschluss von Elvis Rexbitschei, weil der natürlich den Gegner natürlich jetzt natürlich eine Chance gibt. Dadurch, dass der aber. Na gut. Das mit der Chance, das hat sich dann auch relativ schnell erledigt. Von daher. Allein auch wie die ihr Zweikampfverhalten. Was ist das denn für ein Zweikampfverhalten da? Oh, aber der war gut. Der war richtig gut geklärt. Aber das war auch. Ich wollte gerade sagen, er ist gut gemacht von Lorenz, aber am Ende war das trotzdem ein Foul. Aber den köpft erstmal Rexbitschei erstmal raus. Und Klein rennt da jetzt hinterher. Und das gibt jetzt. Das gibt eine gelbe Karte. Das gibt eine gelbe Karte, mein Klein. Das gibt eine gelbe Karte. Das gibt eine gelbe Karte. Ist eigentlich auch so unnötig. Letztes Mal haben wir nach so einem Freistoß ein Gegentor bekommen. Warum?
Warum kriegen wir andauernd so eine Standard-Gegentore? Immer nach Standards. Ich weiß nicht warum. Aber Barkhusen kommt jetzt rein. Dann kommt Porat auf die ZM-Position. Und Mees geht auch dahin, wo Arp vorher war. Und Arp geht vorne in den Sturm für Benny Pichler. Aber ey, gerade noch drüber geredet, ne? Also jetzt mal nach so einem Freistoß, nach so einem Foul haben wir ein Gegentor bekommen. Was passiert hier? Wir kriegen ein Gegentor. Eieieiei. Guck mal, Barkhuizen, der hat ja auf jeden Fall große Geschwindigkeitsvorteile hingegenüber den anderen Spielern. Oh, Komenda verliert da den Ball. Das ist jetzt nicht so die beste Position, um einen Ball zu verlieren. Und in der zweiten Halbzeit sind wir echt noch nicht gut drauf. Da kommen eher die Regensburger. Aber vielleicht können wir uns jetzt einmal lösen. Einmal lösen und vielleicht jetzt mal das 3:1 erzielen. Da ist Fiete Arp mit so einer Art auch Seilfallzieher so mäßig. Und da müssen wir jetzt dranbleiben. Wir müssen jetzt hier hart bleiben und versuchen dran zu bleiben und nicht so viele Fehler zu machen. Nicht, dass wir noch so das 2:2 erzwingen, so eine Art. Oder uns so eine Art selbst den Lohn nehmen. Digga, Commander, geh mal wieder auf deine Seite da. Marco, geh mal auf deine Seite. Da kann recht wahrscheinlich die ganze Zeit auf der Linksverteidigerposition spielen. Ich glaube, wir kassieren das noch. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir kassieren das noch. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es irgendwie so ein Gefühl, weil die zweite Halbzeit halt einfach grandios scheiße ist. Und genau sowas meine ich. Durch solche Dinge holen wir uns selbst den Lohn nicht. Können wir uns den ganzen Lohn fürs Spiel in die Tonne treten. Genau durch solche Bälle und wenn Barkhuizen da einfach nur den Fuß vom Ball packt, dann kann das was werden. Aber so wird es natürlich nichts. Aber hier holt Phil Neumann den Ball, der Rechtsverteidiger. Hier holt Rechtsverteidiger Phil Neumann den Ball. Und mach den auf Fiete ab. Auf Jan Fiete ab. Der Jan Fiete ab macht das entscheidende, hoffentlich entscheidende 3:1. Ihm geht aber auch keiner richtig an. Er geht auf die Grundlinie. Und macht den rüber zu ab. Der das 3:1 erzielt. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir hier das 3:1 erzielen. Weil ich glaube, wir hätten noch das Gegentor kassiert. Denn mein Gefühl war es so, dass wir noch das Gegentor kassieren. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass wir noch ein zweites kassieren und es dann das 2:2 ist. Aber ich meine, was jetzt die Jungs da draus wieder wahrscheinlich machen, ist auch krass. Weißt du, du spielst die ganze Zeit so, als würdest du fast das 2:2 kassieren, um dann einfach dieses Spiel trotzdem mit 4:1 zu gewinnen durch einen Doppelpack von Arp, der wahrscheinlich sein Tor 2 und 3 dadurch macht. Auch schöner Pass von Fabian Reese. Erst scheitert er noch einmal, aber den zweiten kann er den easy machen. Und Fiete Arp ist richtig gut drauf. Die Saison, ich weiß nicht, das war jetzt sein viertes oder fünftes Tor in dieser Saison und es war das entscheidende 4:1. Prott, Reese und zweimal Arp machen diesen deutlichen 4:1 Erfolg auf jeden Fall gut und es ist auch ein verdienter Erfolg, weil 14:2 Schüsse, 5,5 zu 1,1 bedeutet schon echt viel
Und der beste Spieler war heute Jan-Fiete Arp mit 2 Toren. Und hier auch Riese hat 2 Scorer. Rechtsbezahl auch gut gespielt, hat viele Bälle erobert. Und ja, also es waren bis jetzt wirklich 2 gute Spiele von Rechtsbezahl. Der hat sich richtig gelohnt. Und ja, wenn Rechtsbezahl euch auch gefällt, dann lasst doch einfach mal ein Like da und ein Abo für den Rechtsbezahl. Und jetzt haben wir noch ein Leihangebot für Jonas Sterner, der dann wahrscheinlich in der Rückrunde wechseln könnte. Hoffentlich. Weil nicht, dass sein Potenzial jetzt komplett kaputt geht. Und wir sind tatsächlich jetzt Zweiter. Wir sind auf Tabellenplatz 2. Wir haben jetzt Tabellenplatz 2 erobert mit dem 6. Sieg am Stück. Mit dem 6. Sieg am Stück. 5 in der Liga, einen Pokal. Da haben wir echt gut gearbeitet. Und Arp hat echt jetzt schon sein 4. Saisontor gemacht. Jetzt haben wir schon 3 Leute mit 4 Saisontoren, nämlich Klein, Rehse und Arp. Arp und Rehse haben dazu noch 3 Vorlagen, Klein hat noch 2. Phil Neumann hat 4 Vorlagen, Pichl hat 4 Vorlagen und Rechputschei hat auch schon, hat keine Vorlage, aber hat halt schon 2 Tore. Also Rechputschei hat 2 richtig gute Spiele gemacht für uns. Und ja, ich weiß gar nicht, was im nächsten Spiel auf uns wartet. Ich kann noch mal gucken. Schalke 04. Da wäre es natürlich auch sehr gut, wenn wir da natürlich gewinnen. Damit wir einfach auch vor Bielefeld bleiben. Und Bremen nicht noch mal ein Tickchen weiter zu uns kommt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge der Hotchkicks Karriere. Am Freitag. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, ne? Haut rein und bis Freitag. Ciao, ciao.